Herzlich willkommen. Es ist schön, dass es so voll geworden ist, weil es zeigt, dass das Thema ja scheinbar immer noch ein Dauerbrenner ist. Ja, mein Name ist David Jardin. Ich komme aus der schönsten Stadt der Welt, wenn man auf der richtigen Rheinseite wohnt. Das ist ganz wichtig. Nur das linksrheinische Köln ist das richtige Köln. Als kleiner Hinweis am Rande, die Location für die Jane Beyond nächstes Jahr, die internationale Konferenz, ist direkt hier hinterm Hauptbahnhof. Man könnte sie jetzt quasi sehen. Es ist fußläufig und zentral. Kein rotes Licht im Fenster, oder? Ich hoffe nicht. Das ist eine kirchliche Einrichtung. Ich bitte dich, da gibt es keine roten Lichter im Katholik sind die Fenster. schlimmsten. Ich bin über Umwege irgendwann mal in die Joomla-Community reingerutscht und dabei geblieben. Ja, in Köln eine klitzekleine Firma für Webentwicklung mit einem Schwerpunkt rund um Joomla. Und weil ich mich schon immer für das Security-Gedöns interessiert habe, habe ich mich irgendwann beworben beim Joomla Security Strike Team. Das ist ja, das ist das Security-Team von Joomla, das sich um die ganzen Sachen kümmert, wenn es um den Joomla Core geht. Wenn wir rennen, habt ihr ein Problem. Das ist die Zusammenfassung dieses Teams. Ja, ich weiß nicht, also ich habe vorher lange überlegt, wie wir das hier am cleversten machen können, in welche Tiefe wir gehen. Und habe mir überlegt, wir machen einen Crashkurs und vor allen Dingen machen wir auch mal ein paar Crashtests. Wir werden uns anschauen, was an Security-Mythen so durch die Gegend läuft. Christian, ich durfte die JoomlaSecurity.de war tatsächlich meine Vorlage. Ich habe mir ganz viele von euren Tipps angeschaut und habe sie genommen und gegen die Angriffe der letzten Jahre geworfen, um zu gucken, was wann geholfen hätte. Das wird so ein bisschen der Tenor sein. Und nebenbei stelle ich genau diese Dinge auch noch vor. Das alles tue ich im Stil der Mythbusters, deswegen auch der Titel. Wer das nicht kennt, das ist eine Wissenschaftssendung aus den Staaten. Die beiden Hosts der Sendung prüfen so Mythen wie, wie war das, Wein auf Bier ist gut, aber Bier auf Wein lass sein. So in der Richtung, dann müssen die sich halt vor laufender Kamera betrinken, um am nächsten Tag zu prüfen, wem es besser geht. Und so werden Mythen auf sehr wissenschaftliche Art und Weise widerlegt. Und ich dachte, hey, betrinken machen wir hier sowieso alle. Bei denen explodiert immer wieder was. Bitte? Bei denen explodiert immer wieder was. Du sollst das Ende nicht vorwegnehmen. Ja, Mythen. Ich habe 10 davon mitgebracht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist mein Lieblingsmythos, den hörst du bei jeder User Group. Security ist für mich egal, ich werde nicht gehackt, denn für meine Seite interessiert sich ja sowieso keiner. Da hängt eine sehr bittere Wahrheit dran, die diese Administratoren im Zweifelsfalle nicht hören wollen. Nämlich, das stimmt, deine Seite ist völlig egal, aber es geht auch weder um dich noch um deine Seite. Dafür muss man so ein bisschen verstehen, was die Motivation hinter Angriffen ist. Man könnte ja überlegen, hey, wer wird das sein? Sind das vielleicht die Geheimdienste, die tausende Joomla-Seiten kapern, die NSA und dann werden die Nutzer ausspioniert? Ich persönlich habe ja immer vor meinem geistigen Auge den pickligen Hacker, der irgendwo im Keller sitzt und aus Spaß an der Freude einfach Schaden anrichtet, um sein kümmerliches Selbstbewusstsein aufzuwerten. Aber die bittere Realität ist, dass es in der Regel wie immer ums Geld geht. Diese Hacks haben eine wirtschaftliche Motivation. Ist ganz simpel. Eure Website läuft bei einem Hoster. Dieser Hoster hat riesige Schränke voll mit Servern, die haben eine sehr dicke Internetleitung. Die Kisten sind normalerweise auch ganz brauchbar, was die Performance angeht. Und wenn man eure Seite unter Kontrolle hat, kann man genau diese technische Plattform dahinter für allerlei Schindluder nutzen. Und da gibt es so Dinge wie Spam verschicken. Ich weiß nicht, was der aktuelle Kurs ist. Als ich das letzte Mal geguckt habe, gab es, ich glaube, 10.000 Mails für 30 Cent. Und wenn ich als chinesischer Viagra-Vertriebler denke, ich müsste nochmal ein Mailing raushauen, wende ich mich an eine dieser düsteren Gestalten und die schicken dann über die Seite vom Jens dann halt die Spams raus. Die mussten halt vorher einmal hacken. Also Spam-Versand ist ein Riesenthema. Phishing, auch da ist so ein Webspace ganz praktisch. Mal kurz eine Postbankseite kopieren und hochladen ist super. Denial-of-Service-Angriffe, auch immer schön. Also ja, da gibt es so aktuell so Erpressergeschichten, was weiß ich. Ich bin großer Online-Shop XYZ
dann bekomme ich eine unverfängliche E-Mail, wo ich dazu aufgefordert werde, 50 Bitcoins an die folgende Adresse zu überweisen. Und wenn ich das nicht tue, sei in 12 Stunden meine Seite offline. Und wenn man das nicht bezahlt, ist die Seite dann auch in der Regel in 12 Stunden offline, weil dann der entsprechende Erpresser sein Netzwerk an gehackten Seiten anschmeißt und diesen Shop mit Anfragen zubringt. Also Geld. Es geht wie immer ums Geld. Und weil das so ist, ist dieser Ansatz zu sagen, ist ja nur meine kleine Seite, ist völlig wirkungslos. In dem Moment, wo sie im Netz zu finden ist, ist sie ein attraktives Ziel. Könnt ihr knicken. Dann ist natürlich der nächste Schritt, wenn man denn dann weiß, es geht um den Webspace, dass man einfach sagt, wenn es keiner sieht, dass es ein Joomla ist, dann kann es ja auch keiner angreifen. Da gibt es so grandiose Tipps, wie es gibt ja diesen im HTML-Code diesen Generator-Tag, wo drin steht, diese Seite basiert auf Joomla. Da schreibt man dann WordPress rein und dann kommen keine Joomla-Anfragen mehr. Das funktioniert so mäßig gut. Oder es werden Joomla-spezifische CSS-Klassen ausgetauscht, man versteckt das Administrator-Verzeichnis, man macht suchmaschinenfreundliche URLs an, damit dann nicht mehr index.php option gleich irgendwas in den URLs steht. Die bittere Realität ist auch da. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe mal hier ein paar Logfiles mitgebracht. Das ist eine statische HTML-Seite. Und was ihr hier seht, ist der Versuch, da mit einem WordPress-Exploit einzubrechen. Und wer ein bisschen Logfiles mitliest, weiß, dass bei egal welchem CMS man da hat oder auch bei statischen Seiten, Exploits für jedes System durchlaufen. Die werden nämlich nach dem Gießkannenprinzip Fire and Forget einfach entsprechend verteilt und ja, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, ist auch egal, waren ja nur ein paar HTTP-Requests. Da hängt so ein bisschen der Grundansatz hinter, wir nennen das Security by Obscurity. Also ich bin sicher, weil ich etwas verstecke. Die Erfahrung von inzwischen, weiß ich gar nicht, 40 Jahren IT-Security zeigen, dass der Ansatz so seine Tücken hat und nicht sonderlich gut funktioniert. Da kommt noch was erschwerend hinzu, das ist jetzt verhältnismäßig neu. Es gab bisher, wenn man zum Beispiel eine kleine Entwicklungsseite irgendwo hatte unter einer Subdomain, blablabla.dev.joomla.de oder sowas, und hat robots.txt reingeworfen, dann konnte man erstmal davon ausgehen, dass Google das wahrscheinlich nicht so schnell in den Index aufnimmt und es dauert, bis man in den einschlägigen Domainlisten drin ist. Also diese kleinen Dev-Subdomains, die waren noch verhältnismäßig schwierig zu finden. Jetzt ist es aber so, dass wir ja in Zeiten von Let's Encrypt und Co., vielen Dank für das Shirt, das passt hier ganz gut, eigentlich standardmäßig von jedem guten Hoster direkt mal ein SSL-Zertifikat bekommen, auch für Subdomains. Ist ja auch toll, hat man dann direkt mit drin. Weil mit diesen SSL-Zertifikaten bei viel Schindluder getrieben werden kann, gibt es ein öffentlich einsehbares Log live von allen erstellten SSL-Zertifikaten. Dementsprechend, wenn ich meine super-duper private Subdomain hatte, die bisher niemand finden konnte, und jetzt bestelle ich ein SSL-Zertifikat dafür, könnt ihr die ab dem Moment so behandeln, als dass sie jeder kennt. Das macht das auch nochmal schwieriger, weil dadurch noch mehr Domains in diesen riesen Scanlisten landen und dann wird einfach drauf gefeuert. Also der Ansatz zu sagen, ich verstecke es, hilft bei ernsthaften Szenarien aus der realen Welt überhaupt gar nicht. Es gibt witzigerweise einen großen Hack-Baukasten, das Metasploit-Framework. Das ist das einzige Skript, was ich gefunden habe, was ganz vorsichtig mal im Quellcode guckt, ob das ein Joomla ist. Und wenn ja, wird das ausgeführt, sonst nicht. Aber das ist ja nichts aus der Praxis. Dann, okay, Sie haben es gefunden, aber ich habe ja ein sicheres Passwort. Dann kann das ja keiner hacken, dann kommt ja keiner rein. Bei den sicheren Passwörtern, sicher sind jetzt mal sowas 16 Zeichen plus, Sonderzeichen, Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, muss ich euch nicht erklären. Und natürlich nichts aus dem Wörterbuch. Bitte, bitte, bitte. Diese Passwörter schützen wirksam vor einem Angriffstyp, nämlich dem sogenannten Brute Force. Also der ganz stupiden Variante in so Joomla reinzukommen, nämlich sich eine große Liste mit Standardpasswörtern zu nehmen, jeweils Admin als Benutzername zu verwenden und dann versuchen, in so eine Seite einzubrechen. Da hilft das. Problem dabei ist, dass dieses Brute Force aber ohnehin im Web verhältnismäßig schlecht funktioniert.
Weil bis so eine Seite mal geantwortet hat, ein Joomla zum Beispiel mit du kommst hier nicht rein, dauert es, weiß ich nicht, wenn es schnell läuft, vielleicht so 170 Millisekunden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich nur sehr, sehr, sehr langsam Passwörter ausprobieren kann. Weshalb diese Brute Force-Attacken können nur eine überschaubare Liste an Passwörtern durchgehen. Also prinzipiell super, sicheres Passwort hilft. Es muss aber ein sicheres Passwort sein, was ihr nicht recycelt habt. Wir kennen das alle. Man hat mal dieses Standardpasswort sich irgendwann ausgedacht, das man überall verwendet. Das ist der Killer. Das könnt ihr einfach nicht bringen. Ich weiß, wer von euch diese Seite hier kennt, ivabinporn.com, nachher mal aufmachen. Die haben zwei Modi. Einen finde ich vertrauenswürdig, den anderen dubios. Der vertrauenswürdige ist, ich schmeiße meine E-Mail-Adresse ein, mit dem ich mich normalerweise bei so größeren Diensten anmelde. Und die haben intern eine Datenbank mit, ich glaube, 780 Millionen Datensätzen, die bei Attacken abgegriffen wurden. Adobe, LinkedIn war vor ein paar Jahren mal mit dabei, also eine ellenlange Liste. Und die geben mir ein Feedback darüber, ob das Passwort, ob der Account, den ich da eingegeben habe, bei einer dieser Raubattacken schon mal abgegriffen wurde. Und wenn das so ist und ihr zu einem Überfluss bei einem dieser Accounts dann auch noch euer Standardpasswort verwendet habt, seid ihr im Arsch. Denn dann ist im Klartext jetzt verfügbar euer Standardpasswort zusammen mit eurer E-Mail-Adresse und das macht Bauchschmerzen mittelfristig. Das macht vor allen Dingen dann Bauchschmerzen, wenn man das gleiche bei seinem Amazon-Account hat, dann werden schon mal Pakete nach China an dubiose Adressen verschickt. Man kann sich gar nicht erklären, wer das im Haushalt wohl gewesen sein wird. Das sind genau die Szenarien, die dann kommen. Deswegen wollt ihr alle einen Passwortmanager verwenden, mit dem man für jeden Dienst, für jede Seite individuell ein Passwort generieren und dort drin speichern kann. Da führt kein Weg drum herum. Wenn man das macht, ist es super. Dann sind Brute Force Attacken auch tatsächlich nicht wirtschaftlich darstellbar, das funktioniert. Also sichere Passwörter, sichere Passwörter, sichere Passwörter. Ja? Wenn ich jetzt so ein Passwort habe, das überall gleich ist auf allen Seiten, und ich von irgendwann an mal einen Blogger vielleicht mal einen Listen schauen kann, also Typen, ansonsten bleibt das Ding gleich, das ist aber auch so mein Passwort. Würde der dann eher darauf kommen, 1920 und 2020 geändert? Das, ja. Also sagen wir es mal so, für das massenhafte Austesten würde das vermutlich reichen in dem ersten Schritt, das zu variieren mit einzelnen Zeichen. Aber auf der anderen Seite, wenn du dich sowieso einloggst, um das überall zu ändern, weil du ja schon im Arsch bist, dann kannst du es auch vernünftig machen. Finde ich. Es gibt meinen weiteren Mythos, wenn man das Administratorverzeichnis versteckt, kann sich ja niemand einloggen. Und dann geht ja auch nichts kaputt. Da gibt es Admin Exile und wie die alle heißen. Prinzip ist eigentlich immer ähnlich. Man hängt an die Adresse joomla.de/administrator noch irgendein spezielles Zauberwort ran, das man vorher festgelegt hat. Und wenn das Zauberwort nicht dran ist, wird man einfach auf die Startseite oder irgendwo anders hin weitergeleitet. Und wenn man es eingegeben hat, dann kommt man in die Administration. Das Problem ist dabei das Grundprinzip, wie diese Erweiterungen nur arbeiten können. Nämlich, da das ja Joomla-Erweiterungen sind, muss jeder Zugriff, der da geschützt werden soll, durch den normalen Joomla-Weg in Anführungszeichen gehen. Das heißt, es muss jemand /administrator/index.php oder halt von mir ist auch ohne das, aber es muss durch diese Index.php, die Hauptdatei von Joomla durch, nur dann wird das Plugin geladen, nur dann kann das irgendwas tun. Alle anderen Dateien im Administratorverzeichnis sind ungeschützt und nach wie vor direkt aufrufbar. Und es gab in der Vergangenheit mehr als ein Beispiel dafür, wo irgendjemand in irgendeinem dieser Unterordner was vergessen hat, wo es nicht hingehört hat, hatte eine direkt aufrufbare Datei und dann ist es völlig wirkungslos. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, die haben einen verhältnismäßig hohen Performance-Impact schon mal. Also es gibt da bessere Methoden, da kommen wir nachher nochmal zu und da sind die sehr ineffizient. Und da kommen noch ja, so ein paar Szenarien dazu in Sachen Angriffe. Es gibt etwas, das nennt sich SQL Injection. Das ist ein Angriffstyp, wo es einem Angreifer gelingt, über eine Sicherheitslücke eine eigene Datenbankabfrage einzuschleusen.
Das Passwort für diese Erweiterung muss naturgemäß in der Joomla-Datenbank liegen. Das heißt, wenn es irgendwo auf der Seite eine SQL-Injection gibt, komme ich an das Passwort dieser Erweiterung und das Ding ist ausgehebelt. Es gibt einen weiteren Sicherheitslückentyp, die sogenannte Remote Code Execution. Wie der Name schon sagt, da kann ein Angreifer bei mir Code zur Ausführung bringen, ist genauso wirkungslos. Von daher gibt es bestimmte Situationen, in denen das funktioniert, aber es wäre nicht meine Empfehlung. Meine Empfehlung, das kann ich schon vorwegnehmen, kommt nämlich jetzt. Es gibt diesen Passwortschutz über HTAccess-Dateien oder HT-Passwort-Dateien oder Verzeichnisschutz, heißt es bei manchen Hostern. Das Prinzip ist immer gleich. Man schmeißt in das Administratorverzeichnis eine Datei rein, die bewirkt, dass schon der Webserver selbst, also der Apache, die Kiste von dem Hoster mit seiner Software, abfragt, Benutzername und Passwort bitte. Das bedeutet, dass Joomla überhaupt gar nicht aufgerufen wird. Dementsprechend habe ich nicht so diese Problematik mit an Joomla vorbei. Das ist viel performanter. Dadurch, dass das Passwort auch in einer separaten Datei liegt, kann ich es auch mit einer SQL-Injection nicht auslesen. Also es hat viele Vorteile im Vergleich zu dieser anderen Nummer. Deswegen, wenn man das macht, bitte das machen. Völlig wirkungslos ist es bei Remote Code Executions in der Regel, weil wenn ich Code ausführen kann, habe ich ja sowieso schon gewonnen. Also da ist immer vorbei. Wenn es einem Angreifer gelingt, es gibt dann so einen File-Upload-Lücken, also wenn ich eine eigene Datei mit Chartcode hochladen kann, ist das bei vielen Hostern auch wirkungslos, weil ich dann hingehen kann und diese Schutzdatei benenne ich einfach um, dann greift die nicht mehr und ist der Drops gelöscht. Funktionieren dann noch so Sachen wie MyJoomla? Ja, Frage für die Aufnahme und das Publikum, ob so Dienste wie MyJoomla oder so Management-Dienste funktionieren. Ja, die funktionieren, weil die sind ja schlau. Die wissen das alle, dass also alle Schlauen das so machen legen das deswegen nicht ins Administratorverzeichnis, sondern haben ihre Verbindungsplugins zum Beispiel im Plugin-Ordner. Einige Hosts sind dazu übergegangen, diesen Schutz nicht als HTAccess-Datei in den Host zu packen, sondern in die VHost-Datei und somit auch, wenn du Dateien auf den Server bekommst, nicht abrufbar sind und nicht umgangbar, umgehbar. Das ist dann natürlich noch besser, aber besser das mit einer HTAccess-Datei als gar nichts. Also das ist mal was Cleveres, den Administrator mit einer HTAccess-Datei schützen. Ich bin von Natur aus ziemlich faul und ich nutze diese HTAccess-Dateien den Schutz sehr gerne, aber immer wieder natürlich den Zusatzschritt, dass ich vorher in meinen Passwortmanager eingehen muss, per Copy and Paste ein Passwort, Nutzername rausnehmen muss. Mhm. Das sind nur ein paar Sekunden natürlich, aber wie gesagt, ich bin da recht faul. Gibt's da irgendeine Möglichkeit, wie man, oder gibt es einen Passwortmanager, der auch diese HTAccess-Dateien automatisiert und dann ausfüllt? Letzteres kann ich dir leider nicht sagen. Du kannst du es sagen? Ich benutze das, also mache das auch so und Keepass, wenn du das richtig einstellst, dass der Text im Fenster gematcht wird und so, dann kann Keepass die Sachen auch automatisch ausfüllen. Ja. Also ich weiß, das OnePassword, das benutze ich und du vermutlich auch. Ja. Genau, kann es nicht. Ich sage mir bisher, okay, das Leben ist hart, aber ungerecht, da muss ich den Weg gehen. Mit Keepass geht es scheinbar. Ein Trick 17, den du niemals anwenden wirst, weil er wäre security-mäßig jetzt nicht optimal. Man kann eine URL bauen, die dich automatisch einloggt. Und zwar, wenn du http://, und dann Benutzername, Doppelpunkt, Passwort, oder wie war denn das? Benutzername, Doppelpunkt, Passwort, @domain/administrator. Also du kannst das in der URL mitgeben. Das funktioniert. Ob das dann komfortabel, gut und sicher ist, sei mal dahingestellt. Ja? Genau. Gut. Dann das berühmte Stichwort ChangeMod 777. Die Joomla-Dateien, ich habe die so eingestellt, dass man die nicht schreiben kann, dann ist alles sicher, dann kann da ja kein Code mehr rein. Höre ich auch oft. Dafür machen wir einen ganz kleinen Exkurs in Sachen Dateirechte auf Unix-Systemen, weil die meisten Server, auf denen ihr arbeiten werdet, da läuft meistens irgendwie Linux unter der Haube. Und in der Linux-Welt gibt es für jede Datei und jeden Ordner ein Rechtesystem, das setzt sich aus drei Rechten zusammen: Lesen, Schreiben
Und Ausführen, beziehungsweise bei Ordnern ist Ausführen dann Listing. Da kommen wir gleich nochmal zu, da gibt es nämlich ein spannendes Szenario. Und diese Rechte kann man jetzt jeweils setzen für den Besitzer einer Datei, für die Gruppe, die dieser Datei angehört, da können dann mehrere Nutzer drin sein, und für den Rest der Welt. Und diese Werte, also diese Aktionen haben Werte, 4, 2, 1, und so wird dann so ein Recht als Zahl ausgedrückt. 7 bedeutet immer für den jeweiligen Nutzer, er darf alles. Die erste Stelle von dieser Zahl ist dabei für den Besitzer, die zweite für die Gruppe und der Rest dann für die Welt. Das sind so die Verzeichnisrechte 744, 755, die sieht man verhältnismäßig oft auf Webservern. Und dann kommen halt so clevere Jungs um die Ecke und sagen, hey, ich mache das einfach auf 444, alle können nur noch lesen, keiner kann mehr schreiben, dann passt das schon. Jetzt muss man da aber im Hinterkopf haben, dass es ja auch noch jemanden gibt, der diese Rechte verändern darf. Das ist normalerweise der Inhaber dieser Datei. Wenn ich also an den Punkt komme, dass ich als Inhaber, also mit Inhaberrechten etwas auf diesem Server machen kann, zum Beispiel um Code in eine andere Datei zu schreiben, habe ich schon das Recht, diese Rechte zu ändern. Also bin ich mal an dem Punkt, dass ich Code da reinschreiben könnte, kann ich auch das entsprechende Schreibfleck setzen und der ganze Spaß ist witzlos. Das betrifft insbesondere die Konstellation für den Besitzer. Was ich nicht sehen will bei euch, ist 777, also jeder darf alles. Da könnte man im ersten Moment denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann kann da jeder, dann kann die Welt im Sinne von wir jetzt hier jede Datei auf so einem Server schreiben. Das funktioniert da zum Glück noch nicht. Aber wenn ihr seid ja in der Regel mit 17 Kubikmetern anderen Kunden auf so einem Server. Und wenn bei einem dieser Kunden eine Website befallen ist und der Hoster hat Mist gebaut, kann es sein, dass er alle anderen Dateien, die für die Welt beschreibbar sind, dann entsprechend modifizieren kann. Bei jedem, nicht unbedingt Garagenhoster, darf das nicht passieren können, aber man muss es nicht drauf ankommen lassen. Dann noch ein Satz zum Thema Ausführen bzw. Verzeichnis auflisten. Wenn man einen Ordner anlegt in so einem Joomla Webspace und lädt zum Beispiel eine ganz böse Backdoor hoch, die ich als Angreifer dann nutzen kann, und gehe anschließend hin und nehme diesem Ordner das Listingrecht weg, kann der Besitzer der Seite kommen, den Ordner aufmachen und weil ihm das Listingrecht fehlt, zeigen viele FTP-Clients ihm an, der Ordner ist leer. Die Datei liegt aber da drin und weil die Leserechte nicht davon betroffen sind, kann ich die mit dem direkten Aufruf auch nach wie vor aufrufen. Ist mir jetzt verschiedenfach beim Aufräumen von Joomla-Seiten untergekommen, dass auf diese Art und Weise Shardcode versteckt wurde und das etwas unglücklich ist. Die Gaming-Scan-Tools fallen da auch drauf herein. Also zumindest myjoomla.com, damit arbeiten wir viel, wenn wir Seiten bereinigen. Scannt dann nicht in diese Verzeichnisse herein, weil es gibt ja kein Listingrecht. Also weiß da gar nicht, dass die Datei da drin liegt. Das mal als Heads up. Ja, also das einfach nicht beschreibbar zu machen, bringt überhaupt nichts in den Angriffsszenarien. Das ist einfach nur Verschwendung von Lebenszeit. Und wenn ihr mal in die aktuelle Joomla-Version guckt, es gibt, glaube ich, irgendwie in der Configuration PHP eine Option, Datei nicht beschreibbar machen nach dem Speichern. Dann drückt man die, speichert die Konfiguration, dann kriegt diese Datei auch 444 als Recht. Da geht man in die Konfiguration, ändert was, drückt auf Speichern, es wird trotzdem gespeichert. Wieso? Joomla hat ja das Recht, um die Rechte wieder zu ändern. Also es ist witzlos. Es gab aber mal einen Exploit vom JCE, wo da genau das im Endeffekt gegriffen hat, dass der Hack nicht ausgeführt werden konnte. Die ist aber schon 4 Jahre her, glaube ich. Das musst du mir erklären, wie das funktionieren soll. Ja, die wollte im Endeffekt eine Datei hochladen, ja, und hat in der Form nicht funktioniert, weil die Datei und Ordnerrechte 444 war. Wir sind in dem Moment an dem Punkt gescheitert. Das kann aber nur dann der Fall gewesen sein, wenn auch der Seitenadministrator keine Bilder hochladen konnte. Ja, in dem Fall ja. Ja, ja. Und da zeigt ein Exkurs in die Praxis. Ja, ja. Ich investiere noch 3 Sekunden, ja, ja, um mein HTAccess-Passwort zu kopieren, ja, aber jedes Mal 5 Minuten, um den Bildordner zu entsperren, das ist unpraktisch. Genau. 2-Faktor-Authentifizierung schützt mich vor Trojanern. Höre ich auch oft, ist jetzt ein bisschen spitz formuliert, aber ihr seht gleich wieso. 2-Faktor-Authentifizierung basiert auf der Idee,
dass man, wenn man sich irgendwo anmelden möchte, eine Sache hat, die man weiß. Im Zweifelsfall Benutzername und Passwort. Und zusätzlich muss es etwas geben, was man besitzt, was ich in dem Moment physikalisch, physisch in der Hand habe. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie dieser zweite Faktor, dieses physische Teil aussehen kann. Wir benutzen sehr, sehr gerne die YubiKeys. Der Christian benutzt die bestimmt auch gerne. Ja, ne? Also ihr verkauft die in rauen Mengen. Also wenn man einen braucht, geht man zu Christian. Schleichwerbung beendet. Kasten Bier bitte an meine übliche Adresse. Die Alternative zu so einem YubiKey ist eine Smartphone-App wie der Google Authenticator. Die ist auch verhältnismäßig trivial. Man scannt so einen QR-Code ab auf dem Handy und kriegt danach so eine, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich, so eine Liste mit verschiedenen Seiten, wo man sich angemeldet hat, und das ist jeweils eine sechsstellige Zahl. Und wenn man jetzt noch 5 Sekunden wartet, in dem Fall vielleicht mehr, dann läuft gleich die Gültigkeit dieser Zahlen ab, es wird ein neues Token generiert und das ist dann der jeweilige Sicherheitscode. Und das Wunderbare ist, Joomla ist das einzige der großen CMS, das Zwei-Faktor-Authentifizierung von Haus aus unterstützt, sowohl für den Google Authenticator als auch für den YubiKey. Die entsprechenden Plugins muss man aktivieren, die sind standardmäßig aus. Und man kann die auch so einstellen, dass die nur im Frontend oder nur im Backend greifen, wenn man das möchte. Wenn man zum Beispiel sagt, meine Frontend-Nutzer, die sollen dieses blöde Secret-Key-Feld oder Sicherheitscode, glaube ich, ist es im Deutschen, nicht sehen können, weil die sind auf der Seite sowieso nur registriert, da ist es egal, aber für die Administration hätte ich es gerne, ist auch das möglich. Prinzip ist dann simpel, ich trage meinen Benutzername ein, ich trage mein Passwort ein, ich tippe entweder die Nummer von der Google Authenticator App ab oder beim YubiKey ist es so, wenn man die in den USB-Port schiebt, sagt der YubiKey zum Rechner, ich bin eine Tastatur, und wenn man dann auf diesen goldenen Knopf drückt, tippt der YubiKey für einen selbst das Einmalpasswort ein, was dann entsprechend generiert wird. Das ist insofern sehr charmant, als dass man dem Rechner, an dem man arbeitet, nicht mehr vertrauen muss. Wer weiß, was, wenn jetzt gleich einer von euch bei mir am Rechner mal denkt, er müsste seine Seite administrieren, könnt ihr euch sicher sein, dass ich das nicht alles mitschneide? Ihr seid übrigens in einem, alle hier, in einem freien WLAN mit 200 anderen Leuten, wovon viele IT-mäßig, verhältnismäßig versiert sind. Ihr solltet euch am besten sowieso nirgendwo einloggen, was nicht verschlüsselt ist. Auch da, jemand schneidet euren Benutzernamen und Passwort mit und hat eure Joomla-Seite übernommen. Starbucks, Bahn, WLAN, das funktioniert überall identisch. Und hier greift die Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil derjenige hat zwar meinen Benutzernamen und mein Passwort, aber er hat einen nur einmal gültigen Sicherheitsschlüssel und das macht die ganze Geschichte für ihn wertlos. Insbesondere dann, das ist dann so ein etwas extravagantes Szenario, man könnte ja auch sagen, der setzt sich quasi zwischen mich und die Seite. Der fängt meine Zugangsdaten ab, loggt sich einmal mit denen für mich ein, ich kriege vielleicht gar kein Ergebnis zurück und dann ist er drin. Das lässt sich damit nicht so richtig gut verhindern, dafür hat man wiederum SSL. Aber Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine super Geschichte. Und es gibt eine besonders nette Variante, wie ich finde. Die YubiKeys, da gibt es inzwischen einen international anerkannten Standard, wie diese Zwei-Faktor-Authentifizierung laufen soll. Und die YubiKeys unterstützen diesen Standard. Der wird inzwischen von so Branchengrößen unterstützt. Ich glaube, Facebook macht mit, Google, Dropbox, ich habe es bei einigen Hostern gesehen, also FIDO UTF heißt der setzt sich inzwischen durch und dann wird der YubiKey, den man für die Joomla-Seiten hat, plötzlich auch noch für ganz andere Seiten praktisch. Kann ich eine Sicherung von YubiKey machen? Nein, aber wenn du das einrichtest, zumindest in der Joomla-Seite und auch bei allen anderen Diensten, musst du immer noch einen Alternativweg angeben. Also bei Joomla zum Beispiel bekommst du so Notfallcodes, die druckst du dir aus, packst ins Portemonnaie oder sowas. Zusammen mit der Kreditkarte und der PIN hinten drauf, kommt immer alles ins Portemonnaie. Und bei einem Dienst wie Dropbox zum Beispiel, da kannst du das erst aktivieren, den YubiKey, wenn du noch einen anderen Mechanismus hinterlegt hast, zum Beispiel SMS aufs Handy oder sowas. Das muss immer den Plan B geben. Kopieren lassen die sich nicht, fände ich auch unglücklich. Ja, dann haben wir noch die berühmten Security Extensions. Ist Nicholas da? Admin-Tools, RS Firewall, im WordPress-Umfeld ist das WordFence, also da gibt es kubikmeterweise von. Die arbeiten alle mehr oder weniger
nach demselben Prinzip, ähnlich wie dieses Admin Exile eben. Eure Anfrage kommt von oben rein, vom Browser, läuft in InX.php und Joomla hat erst an einer, ja, nicht ganz späten Stelle, aber auch nicht unmittelbar am Anfang, das erste Mal für eine Erweiterung die Möglichkeit, etwas zu tun. Das ist das On-After-Initialize-Event. Das ist das, die früheste Möglichkeit für eine Erweiterung vorzugreifen. Erst dann wird die Firewall-Erweiterung geladen und erst dann kann sie eine Lücke verhindern. Das Problem ist aber, wenn die Lücke schon vorher da ist. Ne? Also was weiß ich, wir hatten mal im Joomla eine sehr hässliche Geschichte. Da war es möglich, eigenen Code einzuschleusen und auszuführen. Und das schon von dem ersten Moment an. Da waren diese Erwartungen völlig nutzlos. Die sind ebenfalls völlig nutzlos, wenn man wieder diesen Fall hat, dass eine Datei außerhalb der Index.php aufgerufen werden kann. Da macht das einfach keinen Sinn. Das ist das eine Problem. Die zweite Geschichte ist, die haben prinzipbedingt einen doch relativ merklichen Performance-Impact. Also man spürt das meistens, wenn so ein Ding aktiv ist, weil die halt jede Abfrage durch ihre Pattern laufen lassen müssen. PHP ist da langsamer als das, was andere Lösungen könnten. Und ebenfalls prinzipbedingt, die haben in der Regel irgendwelche festen Listen oder etwas, was so pseudo-allgemein gehalten ist, um bösartige Angriffe zu finden und zu filtern. Die Erfahrung zeigt aber, dass Angriffe, die wir sehen, in der Regel so spezifisch sind, dass die ganz selten von den generischen Pattern abgefangen werden konnten. Das, was die euch am meisten sagen, ist, da hat sich jemand versucht, in der Administration einzuloggen und ich habe dich geschützt. Da ihr aber sowieso sichere Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzt habt, ist das zwar eine sehr nette Information, aber völlig nutzlos. Und außerdem wird er euch immer sagen, wenn er euer WordPress-Backend gegen einen Angriff geschützt hat, weil wieder so eine WP-Admin irgendwas abfragen kann. Also das sind die drei prinzipbedingten Schwächen in Kombination mit der Tatsache, dass das PHP-Applikationen sind, die selber Lücken haben können. Gab es ein ganz populäres Beispiel, WordFence, ein WordPress-Security-Plugin mit mehreren schweren Sicherheitslücken. Kannst du dir nicht ausdenken. Deswegen ist es so, es gibt Szenarien, wo die helfen. Aber man muss sich sehr genau überlegen, ob der Mehraufwand, der Performance-Impact und das Sicherheitsrisiko, das die mitbringen, das für einen persönlich wert ist. Ich ganz persönlich benutze die nicht, aber das ist euch überlassen, das abzuwägen. Viele von diesen Tools bieten ja auch so Funktionen wie HT-Access-Schutz dann noch oder das Admin-Verzeichnis umschreiben und so. Ist es empfehlenswert, das lieber manuell zu machen und den Mehraufwand oder vielleicht auch sich die Erfahrung erst anzueignen? Oder kann man für solche Sachen so ein Tool auch nehmen, wenn man sich damit nicht so wohl? Du musst dir halt darüber im Klaren sein, wenn du so einen dicken Brummer wie Admin-Tools installierst, nur um HT-Access-Passwortschutz einzurichten, hast du dir gerade sehr, sehr viel potenzielle Angriffsfläche mit ins Boot geholt für etwas, was man nach 5 Minuten googeln und mit Hilfe des Hosters in der Regel auch ohnehin bekommen hätte. Das muss man abwägen, aber ich habe so eine Tendenz. Dann gibt es noch ganz gut das mit den Hacks. Das ist, die können mir gar nichts sonst hacken. Ich habe ja ein Backup, ich stelle das einfach wieder her. Da gibt es eine Problematik. Wir erinnern uns ja eben an die Dateirechte. Ich habe da mein Akiba-Backup, das schreibt diese Dateien, am besten auf den gleichen Webspace. Macht die dann nur lesbar, dann kommt ja keiner mehr dran. Und dann wird die Seite gehackt, der entsprechende Schadcode verändert die Dateirechte und löscht mein Backup. Und dann habe ich ein Problem, um das mal vorsichtig zu sagen. Insbesondere deshalb, weil es inzwischen, ihr kennt die Krypto-Trojaner, dieser Schadcode, der euren Rechner verschlüsselt, das gibt es auch im Web und das wird tatsächlich immer populärer. Dann macht ihr montags morgens euren Webshop auf und werdet dazu aufgefordert, 5 Bitcoins zu bezahlen, damit ihr eure verschlüsselten Dateien wiederkriegt. Und euer Backup ist dann natürlich mit verschlüsselt. Deswegen wird keiner von euch sein Backup direkt auf dem Webspace lassen. Das wäre ja blöd, ihr schiebt das alle woanders hin. Meine persönliche Empfehlung wäre da, das geht in Kombination mit dem Akiba Backup Pro, Amazon S3.
Muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber ist gerade für Agenturen deswegen ganz reizvoll, weil die Kosten relativ niedrig sind. Kostet fast nichts. Wir haben 1,4 Terabyte, glaube ich, aktuell mit Joomla-Backups belegt und bezahlen $18 im Monat. Das ist okay vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und man kann bei S3 im Unterschied zu vielen anderen Diensten für jedes einzelne Projekt, für jede eigene Seite einen eigenen Benutzer einrichten und den in ein Verzeichnis einsperren. Finde ich ganz nett, denn wenn so eine Seite mal hops geht und das Worst-Case-Szenario meiner S3-Zugangsdaten kommen abhanden eintritt, dann ist vielleicht nicht nur das Backup von dem einen Kunden weg, sondern im Zweifelsfall alle Backups von allen Kunden und er hat über meinen S3-Account noch irgendwelche Sachen hochgeladen. Also das will man nicht. Deswegen für jedes Projekt einen eigenen Account, am besten von den Rechten her so einrichten, dass sie nur schreiben, aber nicht löschen können. Sonst ist das Backup ja wieder fort. Gibt es in Deutschland Amazon 3 ja. S3-Server, ja. Dass man das ein bisschen bei sensiblen Kunden Gibt's. Ja, die haben eine Zone in Frankfurt. Wenn man das so einrichtet, dass Dateien nur geschrieben, aber nicht gelöscht werden können, Obacht, funktioniert eine Funktion von Akiba nicht mehr, nämlich alte Backups löschen, um Speicherplatz zu sparen. Da muss man dann noch manuell rein. Aber also Backup habt ihr immer. Am besten so und nicht auf der Kiste. Es ist wichtig, ein funktionierendes Backup zu haben. Wenn es extern ist, hilft es. Auf der anderen Seite solltet ihr das schon vorher verhindert haben. Das hilft auch. Und dann last but not least, habe ich gestern erst wieder gehört, als es um das Thema Joomla Updates ging. Die neuen Joomla Updates, die haben immer Bugs. Vor allen Dingen die mit der Null hinten, die darfst du am besten gar nicht installieren. Ich warte immer erstmal ein paar Tage. Um zu verstehen, was das Problem bei diesem Ansatz sein könnte, muss man verstehen, wie Sicherheitslücken gemeldet werden. Und zwar gibt es zum Beispiel auf developer.joomla.org ein Formular und das landet bei uns. Jetzt gibt es weltweit Hunderte, Tausende, Zehntausende sehr freundliche und bemühte Sicherheitsforscher, die viel Spaß daran haben, große Open-Source-Projekte nach Lücken zu durchsuchen. Und weil sie gute Menschen sind, nehmen die diese Lücke, die sie gefunden haben, tragen das in dieses vertrauliche Formular ein, verschlüsseln es am besten noch und es landet bei uns. In dem Moment ist der Kreis der Leute, die darüber etwas wissen, also sehr klein, nämlich der Reporter und das Security-Team. Wir können uns das angucken, wir schreiben den Patch dafür, wir überlegen uns, hey, ist das wenig doof, mitteldoof oder richtig doof? Und in Abhängigkeit davon gucken wir dann, wie dieser Patch aussehen muss. Wir veröffentlichen das Update und ab dem Moment, wo das Update erschienen ist, kann jeder in den Code reingucken und jeder aus dem Code ableiten, was wir da gepatcht haben. Und aus dem Patch wird klar, was die Lücke war. Das heißt, vom Moment der Veröffentlichung an läuft das Rennen bis zum ersten Angriff. Und es war eine ganze Zeit lang mal so, dass man so 48, 72 Stunden Zeit hatte. Inzwischen sind es realistischerweise 4 Stunden. Wer binnen 4 Stunden nicht aktualisiert bei einer schweren Lücke, ist gehackt. Ist so die Faustregel. Das bedeutet auch, dass man den Ansatz, ich warte mal 1 bis 2 Tage, nicht so gut fahren kann. Zumindest bei einer Sorte Updates. Und zwar, wenn wir vorher wissen, das ist eine richtige Sicherheitslücke und die wird scheppern, geben wir eine Vorab-Ankündigung raus, wo genau drin steht, wann und um wie viel Uhr dieses Update erscheint. Wir schreiben diese Vorab-Ankündigung nicht zum Spaß. Wenn es die gibt, lasst alles stehen und fallen, holt euch Urlaub und spielt es dann ein, wenn es erscheint, ohne Zögern, ohne ich warte ein paar Tage. Bei Updates, die ohne diesen Prozess erscheinen, sind, wenn es denn Sicherheitslücken gibt, diese von uns so eingeschätzt worden, dass wir denken, das kann keinen größeren Stress geben. Die Erweiterung kommt unter Umständen nicht alle mit in den Takt, ne? Dann hast du die Wahl zwischen einer gehackten ganzen Seite und einer kaputten, ungehackten Seite. Aber, also...
das einzige Szenario, was ich mir ausdenken kann, wo ich sagen würde, da machen Dritterweiterungen ein Problem, das sind die Dritterweiterungen, die Core-Dateien modifizieren. Also man also explizit darauf warten muss, dass der Erweiterungsentwickler das jedes Mal anpasst. An dieser Stelle, shame on you, du kannst mich wahrscheinlich nicht verstehen, weil du englischer Sprecher bist, aber der Entwickler von CW Multicats gehört gekreuzigt. Aber das war nur am Rande. Ja, das ist eine Erweiterung, womit ich einen Beitrag zu mehreren Kategorien hinzufügen kann. Das geht nur deshalb, weil er den Core hackt. Kannst du schon so machen, aber dann ist es halt scheiße. Diese Einstellung ist gefährlich. Mega gefährlich. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ihr machen könnt. Was ich dann im nächsten Schritt mal gemacht habe, jetzt wo wir durch diese Mythen durchgehuscht sind, ich habe mal eine kleine Tabelle gemacht mit den wirklich großen Lücken der letzten Jahre und ein paar anderen Angriffsszenarien, wie ich habe einen Trojaner auf der Kiste und habe die Mythen da mal gegengeworfen. Und ihr seht, zu unwichtig hilft nie. Joomla versteckt hilft auch nie. Ein sicheres Passwort hilft bei Brute Force. Diese Admin, ich verstecke das, Sachen haben funktioniert bei einer ganz bestimmten Lücke, und zwar, das ist die hier. Da war es möglich, dass ein Nutzer, der nur einen registrierten Benutzer hat, daraus einen Administrator-Benutzer macht. Und er konnte in dieser Konstellation nicht erraten, was dieses Admin-Passwort war, und kam dann nicht rein. Das gleiche gilt für eine andere Lücke, die ist schon aus 2008. Da konnte man das Passwort eines beliebigen Nutzers resetten, inklusive das des Super-Admins. Das war blöd. Hätte da auch geholfen. Und gegen Brute Force hilft es auch. Die Admin-HT-Access hat zusätzlich geschützt im Vergleich bei einer SQL-Injection-Lücke im Administrator-Ordner. Weil wir erinnern uns, bei den Admin-Tokens ist es möglich, eine einzelne Datei gezielt aufzurufen. Bei der HT-Access geht das nicht. Und das hat hier den entscheidenden Unterschied gebracht. Dateirechte helfen einfach nie. Zwei-Faktor-Authentifizierung hätte geholfen, wenn man das Passwort hätte resetten können, weil das Token konnte er nicht resetten. Es hilft, wenn der eigene Rechner mit Schadcode infiziert ist und die Sachen werden abgegriffen, und es hilft bei Brute Force. Die Security Extensions hätten bei all diesen schweren Lücken hier in der Mitte nie geholfen. Es gab nur eine einzige SQL-Injection, wo die allgemeinen Pattern gegriffen hätten. Und was immer hilft, insbesondere bei normalen Lücken, also das, was nicht mal auf dem eigenen Rechner passiert, ist Updates, 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 Updates. Jetzt hätte ich das gewusst, dass ich das sagen würde. Habe ich das nochmal zusammengefasst, Updates, Updates. Hat der Access-Passwortschutz für den Admin, super Idee. Sichere Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung und, das kam jetzt eben mal als Zwischenton, ihr braucht einen vernünftigen Hoster, weil ein vernünftiger Hoster ist einer, der sich für euch interessiert, für das CMS interessiert, und weil er sich für das CMS interessiert, ist er mit den Security Teams in Kontakt. Und wir als Security Teams haben eine Kooperation mit den Hostern aufgebaut. Wir informieren, da kommt eine Lücke, und wir geben gleichzeitig mit unserem Patch an die Hoster eine Info raus, ob diese Sache serverseitig gefiltert werden kann. Wir promoten das nicht so sonderlich stark, weil wir nicht wollen, dass ihr faul werdet. Aber wir machen das seit knapp 2,5 Jahren mit ziemlich durchschlagendem Erfolg. Also bei der letzten SQL-Injection wird dem einen oder anderen aufgefallen sein, dass in den Support-Foren keine betroffenen Kunden zum Beispiel von Strato und 1&1 dabei waren. Und das hatte seinen Grund, warum es so war. Du hast noch eine Frage, Thilo? Ja, du hast gerade weniger erklärt, was ist ein guter Ausgang. Super, schön. Externe Backups haben, nur beschreibbar, nicht löschbar, nicht auf derselben Kiste. Und, das ist noch so ein No-Brainer, je mehr Erweiterungen ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mal eine mit ist, die eine Sicherheitslücke hat. Und wir als Core-Projekt, glaube ich, haben eine gute Strategie inzwischen bei Sicherheitslücken. Viele Erweiterungsentwickler machen das in ihrem Bastelkeller, aber so semi-professionell. Deswegen haben in meinen Augen Dritterweiterungen nochmal deutlich höheres Risiko, als es der Core hat. Ist es bei den Erweiterungen so, dass es die Angriffsfläche vergrößert sich mit der Art der Erweiterung, also eine Komponente? Nee, oder mit der Anzahl.
Also je mehr Erweiterungen, desto größer die Wahrscheinlichkeit. Das kleine Modul ist im Endeffekt genau das gleiche wie eine große Komponente. Ja, wenn das ganz kleine Modul eine SQL-Injection-Lücke hat, ist es genauso schlimm wie bei einer Komponente. Ich würde vorschlagen, die Fragen ziehen wir jetzt in die Pause, da ich keine Zeit mehr habe. Also könnt ihr mich jetzt noch anhauen oder alternativ über meine Mailadresse oder Twitter, Facebook, SchülerVZ habe ich nicht mehr, aber WhatsApp geht. Sagt mir Bescheid und ansonsten geht in die Welt hinaus und werdet nicht gehackt. Ganz kurz. Ja. Vielleicht kannst du auch immer runterladen, aber ich gehe mal davon aus, also das gerade war die Agenturversion. Für den Privatanwender ist das okay, ladet es lokal runter. Als Agentur willst du ja aber nicht dich jeden Tag auf 40 Kundenseiten einloggen, das ist unwirtschaftlich ab einem bestimmten Punkt. Dafür geht's mit diesem wunderbaren Schlusswort beende ich meine Präsentation.